Das ist schon ziemlich zäh, was an der Wall Street passiert. Dünne Umsätze, es ist so ein bisschen Lull und Lall. Nach den Thanksgiving-Feiertagen, da ist es fast schon interessanter, was in Deutschland passiert. Der Niedergang von Bayer, heute wieder 3% im Minus, BASF 3% im Minus, Volkswagen mit schlechten Nachrichten. Also die großen deutschen Traditionskonzerne, die sind in Schieflage an der Wall Street, aber herrscht Partystimmung. Keiner will die Party bisher verlassen. Und so haben wir eine Pattsituation. Es geht nicht so richtig nach oben und es geht auch nicht so richtig nach unten. Man wartet irgendwie auf einen Trigger und die Indikatoren und Charts deuten an, da müsste eigentlich was kommen. Was wird dieser Trigger sein? Keine Ahnung, aber eigentlich sind wir reif dafür, denn wir sehen jetzt schon mal 92% der Aktien im S&P 500 über ihrem 20-Tages-Durchschnitt. Das sind absolute Höchstwerte normalerweise. Kommt es dann zu einer Korrektur oder passiert irgendwas? Ist irgendwie die Situation so überkauft, dass da ein Rückschlag kommt? Und so eine Korrektur, die wäre auch mehr als gesund, nachdem wir ja sehr schnell knapp 12% gestiegen sind von dem Tief. Ende Oktober war es, genau. Also es ist so eine Art, wie soll man sagen, Complacency derzeit am Start. Hier sehen wir mal den VIX, also das Volatilitäts- und Angstbarometer, könnte man sagen. Da haben wir jetzt ziemlich viele Gaps nach unten gemacht. Ende Oktober, 23. Oktober waren wir bei 23, jetzt sind wir unter 13 mit 2, 4, 6 Gaps, wenn ich es richtig zähle, genau. Und das ist so eine Wedge, die sich hier ausbildet. Das sehen wir hier auch nochmal in diesem Chart, die normalerweise als bullische Wedge fungiert. Das heißt normalerweise, oder gerade mit diesen Divergenzen, die wir oben sehen im RSI, haben wir dann eine gute Chance, einen Anstieg der Volatilität zu sehen. Noch, wie gesagt, fehlt der Trigger. Die Frage ist, wie toll ist das Chance-Risiko, jetzt noch mit einzusteigen, nachdem man, wenn man nicht dabei war, oder für diejenigen, die nicht dabei waren, hier sehen wir mal das, was an der Wall Street gespielt wird. Wir sehen, ja, mehr oder weniger unverändert, S&P, Dow, Nasdaq wieder leicht im Plus, Small Caps im Minus. Aber die Volatilität, der VIX um 2,5% angestiegen. Wir sehen Amazon heute ein Treiber. Nvidia steigt leicht, Microsoft, also es ist, naja, zäh, es ist wirklich dünnvolumig, was hier passiert, aber wir sehen diese Euphorie auch der Banken. Deutsche Bank sagt, ja, wir haben jetzt ein Kursziel von 5.100 Punkten im S&P 500 und das könnte konservativ sein, obwohl die Bank eine milde Rezession erwartet in 2024. Und immer mehr Wall Street Analysten, immer mehr Banken kommen jetzt raus mit Kurszielen 5.000 Punkten Ende 2024. Und fast jeder hat einen anderen Grund dafür. Die einen sagen, die Zinsen werden sinken, die anderen sagen, die Konjunktur wird robust bleiben. Also irgendwie gibt es da immer ganz andere Motive anzunehmen, warum es nach oben geht. Und dann ist es vielleicht mal interessant, aufs Ende letztes Jahr zu blicken. Wie sollte der Ausblick 2023 sein? Und da war erstmal seit vielen Jahren, haben die Analysten erwartet, dass es leicht nach unten geht im Jahr 2023. Wir wissen, dass das nicht passiert ist. Gut, für viele Aktien ist das passiert, aber die Magnificent Seven haben das Ganze natürlich rausgeholt und jetzt einer der zentralen Punkte dieser Rallye waren auch diese Zero-DTE-Optionen, also diese Optionen, die am selben Tag verfallen, die dann eine Mechanik auslöst. Die Leute kaufen Zero-DTE-Calls, also Calls, Optionen, die am selben Tag verfallen. Die Market Maker müssen sich absichern oder diejenigen, die diese Optionen veräußern. Die kaufen das Underlying und so entstand eine Mechanik und jetzt soll das Ganze ausgedehnt werden, auch auf Rohstoffe, auf ETFs, Gold, Silber, Natural Gas, also Erdgas, Öl und auch Staatsanleihen. Das dürfte dann die Volatilität in diesen Märkten nochmal deutlich erhöhen. Man hat schon so ein bisschen Gefühl, das ist so 1999, nochmal so richtig Gas geben, alles rausholen und hier sehen wir Null Absicherung im Markt. Da ist man auf der einen Seite überkauft, Null Absicherung auf der anderen Seite. Was soll schon schief gehen? Natürlich wird nichts schief gehen. Und wir haben heute schon eine zweijährige Anleiheauktion gesehen in den USA. So wenig Käufer, ausländische Käufer genauer gesagt, wie seit März nicht mehr. Sehr, sehr mäßig. Die Renditen sind trotzdem gefallen, erstaunlicherweise. Das war wirklich eine sehr mäßige Auktion. Um 19 Uhr, wenn Sie das Video sehen, ist das schon vorbei. Haben wir noch eine wichtige Auktion und allein im nächsten Jahr wird Janet Yellen mal 1,9 Billionen an Anleihen auf den Markt bringen.
Schulden machen. Genauso wie die Amerikaner, die jetzt immer mehr dieses Buy Now, Pay Later Prinzip nutzen, also kauf jetzt und zahl später. Das Ganze ist jetzt um 20% gestiegen im Vergleich zum Thanksgiving vor 12 Monaten. Dieses Buy Now, Pay Later ist erstmals eingeführt worden, übrigens Ende der 20er Jahre, auch damals eine Börseneuphorie, viel auf Pump. Und mal sehen, ob es diesmal anders kommt. Anders ist es jedenfalls, als sich die Volkswagen-Mitarbeiter das vorgestellt haben, ist es gekommen für VW nicht mehr wettbewerbsfähig, so hat der Markenchef heute gesagt. Jetzt muss man Stellen abbauen. Ich habe einige Volkswagen-Mitarbeiter aber kennengelernt, die waren ziemlich selbstbewusst, sehr sicher. Man war halt irgendwie bei Volkswagen, hat gutes Geld verdient, hat sich Ferienwohnungen gekauft im Harz, wenn man in Braunschweig oder in Wolfsburg gearbeitet hat. Und jetzt ist die Krise. Warum ist Krise? Ein Punkt ist, dass die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nicht mehr so da ist. Und auf der anderen Seite eben die anderen auch Elektrofahrzeuge bauen können. Das, was die Deutschen gut konnten, waren eben letztendlich Verbrennerautos. Und jetzt der ehemalige Siemens-Chef Heinrich von Pierer, der sich ja durchaus Umweltanliegen sehr offen immer gezeigt hat, der sagt, die grüne Methode ist am Ende, wenn man sozusagen Dinge, die Wirklichkeit auf Dauer wegsubventionieren will. Und im Grunde ist es ja eine permanente Subvention, die wir hier erleben. Dann wird das irgendwann nicht mehr gut gehen. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo es vielleicht nicht mehr gut geht durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und was kommen kann, ist die Drosselung von Wärmepumpen. Wir sollen ja alle Wärmepumpen einbauen, weil es ja angeblich viel besser ist für die Umwelt. Damit wird der Strombedarf natürlich massiv erhöht durch immer mehr Elektrofahrzeuge. Das Gleiche. Dementsprechend hat jetzt der Netzbetreiber gesagt oder hat die Bundesnetzagentur gesagt, dass Netzbetreiber bei Überlastung den Strombezug einschränken können. Also faktisch würde das bedeuten, dass die Heizung runtergedimmt wird. Das gilt ja ähnlich auch für Elektromobilität. Wann kann ich mein Auto dann aufladen? Also wir sehen, man ist da wirklich in Richtung eines Flaschenhalses unterwegs. Dabei bleibt Deutschland abhängig, wie eine Studie heute gezeigt hat, oder eine kürzlich veröffentlichte Studie, abhängig von Energieimporten, die zu 76%, nämlich für unsere Primärenergie, fossil bleibt. Der Weg zur CO2-freien Zukunft ist weit, den wünschen wir uns ja irgendwie alle, aber die Frage ist, wie realistisch ist das, mit welchen Kosten ist das verbunden? Und ich denke, die Kosten, die sind halt relativ hoch. Und so kommt es, dass die deutsche Wirtschaft ein Problem hat. Jetzt hat die Deutsche Bank die Wachstumserwartung für Deutschland von plus 0,3 auf minus 0,2 für nächstes Jahr gesenkt. Und wir haben im Grunde viele Baustellen. Wir haben Bayer, BASF, wir haben Volkswagen. Hier sehen wir mal China, was die an Autos produzieren inzwischen. Auch was an Elektrofahrzeugen dort schon fährt. Und die Chinesen sind da nicht schlechter als die Deutschen. Das ist das große Problem, das wir jetzt haben. Und wir sind als Autobauer jetzt auch abgehängt. Also unsere Kernbereiche, die funktionieren nicht mehr so richtig. Heute ein paar tröstende Worte von Lagarde, die gesagt hat, naja, die Wirtschaft, na, die ist schon schwach, auch wegen Deutschland. Aber es wird besser, die Inflation wird zurückgehen und dann kommt die Nachfrage wieder und alles wird schick. Sie hat einen großen Teil ihrer Rede auch der Bekämpfung des Klimawandels gewidmet. Ein Mandat, das sie faktisch nicht hat, aber über Umwege sich eben gegeben hat, indem man gesagt hat, naja, Klimarisiken, guckt euch mal an bei den Banken, da habt ihr doch Probleme bestimmt. Und wenn nicht, dann machen wir sie euch, indem ihr Strafzinsen zahlen müsst, wenn ihr nicht brav seid und weiter fossile Technologien oder fossile Firmen weiter unterstützt. Abschließend, meine Damen und Herren, es war echt zäh. Ich musste wirklich gucken, wie ich so hier ein paar Sachen wenigstens zusammenbringe. Aber einen habe ich, die Aktienmärkte auf dem Weg zum Rekordhoch. Laut Deutsche Bank, was ist die Argumentation der Deutschen? Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Was auch super funktioniert, sind die Sanktionen. Wir kaufen jetzt Diesel vorwiegend aus Indien. Die Inder kaufen es von den Russen, wir kaufen es von den Indern. Aber wir haben die Sanktionen eingehalten und zahlen halt einen etwas höheren Preis. Auch das ist ein Teil der Wahrheit, die unschön ist, uns aber viel Geld kostet. Sollen wir die Ukraine unterstützen? Ich meine ja, manche sehen das anders, aber ich denke, es ist durchaus angezeigt. Aber dann sollte man die Sanktionen auch gegen Russland irgendwie umsetzen und nicht irgendwie
über Umwege das ganze Zwischenhändler reich machen wie Indien. Man könnte die Herkunft von russischem Öl kontrollieren, man tut es aber nicht. Und so werden wir weiter teuer kaufen, was wir billiger hätten woanders kaufen können. Also diese beiden Empfehlungen, Deutsche Bank, neues Kursziel, Allzeithoch und Diesel und Indien, ein spannendes Thema. Ich sage jetzt Servus und Ciao.